Wo soll ich mit den ganzen Hoden hin, die ich hier abnehme? Hä, so eine Welle hatten wir doch auch schon. Und jetzt? Genau so eine Welle hatten wir doch schon, oder nicht? Ich verliere überhaupt gar keinen Zorn irgendwie. Ich muss sagen, das gefällt mir. Ja. Noch nicht mal 10 Minuten damit verbracht. Und wir sind schon bei Welle 20. Also bisher läuft's gut. Na, wie wär's denn jetzt mal mit ein bisschen Reaper Action? Meine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Sind wie ein unermüdlicher Rächer? Du hast überlebt bis jetzt. Willst du den Preis und deine Freiheit? Oder noch mehr Bestrafung? Er alterniert doch mit seinen Sätzen. Weiter geht's. Er hat sich entschieden, weiter zu kämpfen. Also, wenn das so weitergeht, zeige ich euch doch noch die ganze Feuerprobe. Wirklich. Wirklich abhalten tut mich bisher ja nichts davon. Keine Ahnung. Ich verliere ja irgendwie kein Leben. Das ist schon merkwürdig. Dance. Dance around the spot. Dance. Okay. Das ist mal etwas anderes und etwas cooleres. Wir kannten diesen Gegner als Zwischenboss. Ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Dungeon. Es könnte der verlorene Tempel gewesen sein. Insofern finde ich das hier ganz, ganz lustig und ganz cool. Aber auch nicht sonderlich herausfordernd. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir noch mehr von diesen Zwischenbossen sehen werden. Wahrscheinlich. 23, die Zahl des Teufels. Oh nein. Es ist Ronhold. Ich glaub's nicht. Es ist Ronhold. Der macht ja noch weniger Schaden als gar keinen Schaden. Billig! Oh Gott, es ist Gorn. Gorn und einer von diesen Wächtern. Gorn ist unzerstörbar. Ja, Gorn ist vor allen Dingen gut. Hab ich das Gefühl. Bring mir mehr Zorn. Du solltest auch mal mit deinen Sätzen alternieren, mein Freund. Na komm schon, 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 na komm schon. Los, 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 solange du kannst, gib mir Zorn.
Gut, der ist tot. Kommt dann jetzt der Weltboss von 1, von Welt 1, als 25. Welle? Das wäre episch. Welle 25, ich bin gespannt. Nein, es sind wahrscheinlich nur massig viele von... Oh mein Gott. Die beiden und so. Ja, wobei, das dürfte auch nicht viel schwerer werden. Ist nicht einer von denen sogar schon tot? Nein, ich weiche aus! Ich hab's tatsächlich geschafft. Ich glaube, ich hab's noch nie geschafft, bei dieser Attacke auszuweichen. Show me your genitals! Show me your genitals! Nee, du lass mal lieber. Auch wenn ich gerne kastriere, ich glaube, hier lasse ich das mal. Strike! Wulgrim hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Gut. Du hast überlebt. Bis jetzt. Willst du den Preis und deine Freiheit? Oder noch mehr Bestrafung? Ich will natürlich weiterkämpfen. Ich kann auch jetzt nicht aufhören. Auch wenn meine Banane fast leer ist. Nee. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Okay, jetzt kommen die Viecher aus Welt 2. Also immer 25 Willen pro Welt, also insgesamt 100. Vielleicht noch eine Abschlusswelle oder sowas. Lächerlich, oder? Oh Gott, die brennenden Bogenschützen kenne ich noch aus Diablo. Da gab's die auch. Ey. Zielsuchende Pfeil oder was ist das? Stirb. Welle 28. Oha. Natürlich die härteren Skelette. Leider immer noch totale Lappen. Are you fucking nuts? Euch umbringen, ja. Ich bin der neue König der Toten. Ich frage mich, welches Wesen lore-technisch im Darksiders-Universum am stärksten ist. Und ob es einen Ober-Ober-Macker gibt bei den Dämonen. Scheinen mir eigentlich sehr zerstritten zu sein irgendwie und so einzelne Kasten zu haben. Zum Beispiel Samaels Dämonen, Belials Dämonen, Spackomans Dämonen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Stop doing this! Welle 30. Ich glaube, dies führt zu weit. Ich
dachte, er altert nicht wirklich, aber tut er nicht. Bis jetzt. Willst du den Preis und deine Freiheit? Oder noch mehr Bestrafung? Ich will gleich den Rest der Feuerprobe überspringen und zu dir kommen, mein Freund. Wenn ich ihn besiege, heißt es doch, ich bin besser als die Feuerprobe. Das wäre viel leichter. Er hat sich entschieden, weiter zu kämpfen. Oh. Oh Gott. Die machen ja Schaden. Warum verliere ich Leben? Gott, warum verliere ich Leben? Ich kapier's nicht. Autsch, 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 oh Gott. Okay, das war's. Tja, ich hätte es nicht heraufbeschwören sollen, oder? Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie die Feuerprobe an sich abläuft. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie von hier zurückkehren. Doch, dort. Oder? Die Feuerprobe verlassen, ja, wir verlassen sie erstmal. Ich wollte euch nur die Feuerprobe zeigen, wie sie so aufgebaut ist, und wir hatten tatsächlich recht. Es sind Welle um Welle, die ineinander übergreifen. Und, ja, letztlich geht es halt wahrscheinlich vor allem darum, dem Spieler nochmal so eine Herausforderung zu bieten und eben, man kann nochmal alle Monster ausgraben, die man so hatte. Der Dreizack ist eigentlich ziemlich gut. Zornentzug plus 5%, Gesundheitsentzug plus 15%. Das ist natürlich alles ziemlich stark. Ich würde gerne, bevor ich mich zum Endboss, der ja wahrscheinlich Absalom ist, aufmache, will ich noch einmal ein bisschen Heiltränke besorgen, denn ich denke, das ist ganz ratsam. Ja, und dann haben wir das Let's Play vorbei. Ich bin echt überrascht. Ich meine, es hat auch immerhin ein Jahr gedauert, bis wir das jetzt abschließen konnten. Ich meine, ich glaube, 4-5 Monate Pause, die ich hatte, aber ich brauche auch hin und wieder mal so eine Pause. Sie muss vielleicht nicht so lang sein. 6 Monate finde ich dann auch schon ein bisschen viel, oder 5, wie viele es waren, aber ich finde so zwischendurch eine Auszeit mal, das ist ganz gut. Letztlich ist es auch dafür gedacht, dass einem die ganze Sache hier nicht maximal auf den Sack geht, weil hin und wieder hat man echt so Phasen, wo man denkt, boah, nee, keine Lust aufzunehmen oder keine Lust Kommentare zu lesen oder sowas. Es ist hin und wieder als Let's Player schon mal so, aber eigentlich selten in letzter Zeit. Hat abgenommen. Aber ich finde auch, dass der Großteil meiner Abonnenten ist echt vernünftig. Also nochmal ein Lob an euch. Ich habe das bei anderen Let's Playern gesehen. Da gibt es so viele Idioten und ich habe eigentlich kaum welche. Also, ihr seid verdammt vernünftig. Habe ich es letztlich doch geschafft, euch zu erziehen? Nein. Gut. Wir betreten den Quell der Seelen. Und können hoffentlich Bruder Krieg von seiner Schuld reinwaschen.